Ah, Kamera läuft. So. Hallo, Halli, alle wieder da. So, das, was jetzt kommt, wollte ich erst als Videoclip machen, mache ich aber nicht. Guckt es euch selber an. Das hier ist nämlich jetzt sozusagen der zweite Teil zu dem Film Tagebuch der OP-Vorbesprechung, den ich am 29. November 2019 für euch gemacht hatte. Gut, da das jetzt mit dem Film nicht so klappt, wie ich das vorhatte, wie gesagt, guckt euch den anderen Film an, dann wisst ihr, worum es in dem geht, weil in diesem Film, das hier ist sozusagen der zweite Teil. Ja, das ist jetzt. Diese OP-Vorbesprechung ist jetzt schon Monate her und meine OP ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich habe also meine Revaginalplastik-OP hinter mir. Es ist sozusagen, nennen wir es mal, wiedereröffnet. Ja, ich habe noch meine Bettliegezeit, wie vor anderthalb Jahren auch, aber. Das Wichtigste, die OP ist erledigt. Es fühlt sich auch, soweit ich das sagen kann, alles gut an. Von daher, ja. Die OP wurde wieder, Gott sei Dank, auch vom Team Professor Dr. Künscher, Dr. Bull gemacht. Also ich bin da ganz optimistisch, dass das diesmal auch wieder so richtig klappt und. Jetzt kann mich auch am Bougieren keine Narzisstin mehr hindern. Ne? U.K. Sternchen S aus C bei H. Du. Das war der Begriff, den ich jetzt für dich habe. Den musste ich leider vorher selber überpiepen. Okay, also wie gesagt, das war erstmal hier weit soweit alles, wie ihr seht. Ich habe Langeweile, mache auch den einen oder anderen Film ja wieder auf. Ja, halt euch dann auch mit neuen Sachen dann irgendwann ab Mitte März mal wieder auf dem Laufenden. Weil, ja, ne? Bis dahin einfach schönen Tag.